Kurz vor der Bundestagswahl hat die deutsche Wirtschaft von der Politik einen zügigen Umbau der Energieinfrastruktur gefordert. Freiflächen-Solarparks, so wie hier in Bayern, könnten eine der Hauptquellen für kostengünstigen grünen Strom werden. Es geht nicht nur um die Einspeisung ins Stromnetz, sondern auch um die Produktion von Wasserstoff, um Industriebetriebe am Laufen zu halten. Wir sind eine Industrienation, das heißt, wir brauchen große Kraftwerke, um eben die Verbraucher mit Solarstrom bedienen zu können. Das heißt, auf der Freifläche wird den bedeutendsten Anteil für den Ausbau von erneuerbaren Energien, für Solarenergie haben. Wenn jede Kommune 2% ihrer Freiflächen zur Verfügung stellt für Photovoltaik, dann werden wir die Energiewende erfolgreich umsetzen können. Der hier produzierte Sonnenstrom geht an Daimler-Benz. Immer mehr DAX-Konzerne wollen ihre Energieversorgung umstellen. Die Erzeuger erneuerbarer Energien fordern deshalb von der Politik, den Netzausbau zu beschleunigen. Wir sehen das bei vielen Projekten, dass die Netzzugänge, dass es ein viel zu langer Prozess ist. Also hier muss der Gesetzgeber nochmal klarere Rahmenbedingungen schaffen für Betreiber von Photovoltaikanlagen, dass sie schneller ans Netz angeschlossen werden können. Das Bundesverfassungsgericht hat Eile angemahnt bei Klimaschutz und Energiewende. Gewählt wird am 26. September. Alle großen Parteien setzen auf Wind und Sonne, so steht es in den Wahlprogrammen. Doch Genehmigungsbürokratie und eine Flut von Klagen haben den Ausbau massiv verzögert, vor allem bei Windparks. Fakt ist, wir sind teilweise mehr als 3 Jahre im Genehmigungsverfahren. Wir kämpfen damit, die Vollständigkeit zu bringen. Wir fahren umzugsweise Kisten, Genehmigungsanträge in die Ämter. Wir brauchen eine Digitalisierung, wir brauchen eine Verschlankung, wir brauchen eine zielgerichtete Genehmigungsverfahrenskette. Die vollständige Reportage ist diese Woche auf Sendung Unreported Europe bei Euronews.